Ich bin 4 Wochen unterwegs und ich dachte, es ist mal Zeit für ein kleines Update und so ein kleines Fazit von den letzten 4 Wochen. Ich starte mal direkt, ich habe mir sehr viele Notizen gemacht. Ich starte mal mit den Facts. Und zwar bin ich 2293 Kilometer weit gefahren und habe 217 Euro für den Sprit ausgegeben und kann ungefähr jetzt noch so 600 Meter. Please! Und komme mit der aktuellen Ladung noch ungefähr 600 Kilometer weit. Fürs Essen habe ich 318 Euro ausgegeben. Das finde ich extrem viel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass ich für die Hälfte des Geldes immer essen gegangen bin. Und das nur 4 oder 5 Mal. Und immer Pizza. Ich habe 7 Croissants gegessen und Pain Chocolat. Das ist wiederum, finde ich, sehr wenig für 4 Wochen. Ich hatte 8 Stellplätze und wurde 0 Mal von der Polizei erwischt, weggeschickt, was auch immer. Das finde ich ist wiederum sehr, sehr gut. Was das Finanzielle betrifft, ich zahle ja meine Versicherung selber und habe somit, ich glaube insgesamt auch mit Parkgebühren und so Wäsche waschen und so ein Quatsch, um die 800 Euro ausgegeben diesen Monat oder letzten Monat. Das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also das mit dem Essen hat auf jeden Fall noch Verbesserungspotenzial. Aber ansonsten bin ich eigentlich ganz zufrieden. Wie viele Nougat-Bits habe ich gegessen? Ich bin jetzt aktuell bei meiner 3. Packung. Allerdings ist die 4. auch schon da, weil die 3. ist schon fast leer. Also man kann sagen, pro Woche 1 Packung Nougat-Bits. Sollte Durchschnitt sein. Dann zum Thema Einsamkeit. Sicher, also alleine reisen als Frau. Ich bin eigentlich nicht wirklich schnell einsam. Also ich rede auch sehr viel mit mir selber. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich ein bisschen verrückt bin. Schade finde ich nur, dadurch, dass ich kein Französisch kann und die meisten Franzosen können kein Englisch oder nur sehr, 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 sehr wenig. Also eigentlich können sie kein Englisch, nein, nee, sie können kein Englisch. Ist es halt super schwierig, Kontakt zu finden. Vor allem, weil die meisten Leute, die hier tatsächlich auch unterwegs sind mit ihren Autos, Wohnwägen, Wohnmobilen, was auch immer, sind alles Franzosen. Paar Niederländer, paar Belgier, aber 99% sind alles Franzosen. Und ist halt dann schwierig. Ich hatte gerade wieder den Fall, da hat einer neben mir gehalten, wollte wissen, ob ich an dem Platz geschlafen habe und ob ich da auch wieder schlafen werde. Ich habe halt kein Wort verstanden. Die reden ja auch so schnell. Ich meine, ich lerne ja schon Französisch, ne? Aber da kommt man gar nicht hinterher. Manchmal wünschte ich mir schon mehr Leute, mit denen ich quatschen könnte, weil ich bin auch so jemand, ich gehe voll gerne auf Leute zu und quatsche irgendwen an oder laber halt einfach andere Leute voll. Alles geht jetzt nicht so gut, aber ja, mein Gott. In 3 Jahren kann ich dann Französisch und dann wird das schon. Habe ich mich unwohl unsicher gefühlt? Also zum Beispiel gestern habe ich in Toulon geparkt und das Viertel war schon nicht so geil. Und dann bin ich da in die Stadt reingelaufen und das war auch irgendwie nicht so cool. Und dann habe ich auch noch ein schlechtes Pain Chocolat gegessen und dann war ich vorbei. So. Da habe ich mich unwohl gefühlt, aber so wirklich so, wo ich sagen würde, boah, shit, das ging gar nicht, eigentlich nicht. Ich hatte ja mal einen Stellplatz am Meer, da kam, es war halt am Wochenende, da kamen halt ein paar Jugendliche und haben dann übelst Mucke aufgedreht, die war gut, und haben dann so gesungen und ich stand halt neben meinem Auto und ich habe festgestellt, dadurch, dass mein Auto so klein ist, ey, neben mir schlägt einer eine Tür zu und mein ganzes Auto wackelt. Und dadurch, dass die halt neben meinem Auto Party gemacht haben, hat sich halt angefühlt, als ob sie mit mir Party machen. Und mein Auto hat halt gewackelt, dann hat noch irgendwas gegen mein Auto geschlagen. Ganz ehrlich, wahrscheinlich war das nicht mal was Krasses, aber in der Büchse hat sich halt an, als ob die da so dran stunden gerüttelt haben, was sie bestimmt nicht gemacht haben. Also wie gesagt, ansonsten auch allgemein, wenn ich auf Männer treffe oder so, die Franzosen sind ja schon sehr, sehr glückliche Menschen. Oh Gott. Auf jeden Fall, ich hatte schon ein paar Mal den Fall, oder einmal den Fall, es war sehr unangenehm, der hat Nein einfach nicht als Satz erkannt und der hat dann gewissen wollen, wo ich schlafe und sowas. Und klar kann man so Leute ignorieren, ich habe damit aber eher schlechte Erfahrungen gemacht, die komplett zu ignorieren, weil die dann oft schnell aggressiv werden. Also habe ich ihm halt irgendwie die Geschichte vom Pferd aufgetischt. Das ist zum Beispiel so eine Vorsichtsmaßnahme, die ich mache, wenn ich jetzt jemanden kennenlerne oder so, dann... Ja, ich schlafe im Hotel. Nee, ist weit weg. Nee, kannst nicht mitkommen und so. Ja. Also dementsprechend unsicher wirklich habe ich mich nicht gefühlt. Alleine reisen als Frau ist übelst entspannt. Es reisen sehr viele Frauen. Also viele. Ich habe 3 Frauen.
Aber hey, sonst sind es immer nur Pärchen, ältere Ehepaare, Familien. Alleinreisende Männer habe ich kaum gesehen. Also da habe ich mehr alleinreisende Frauen gesehen. Ja. Ich fühle mich aber tatsächlich in so Gegenden, wo weniger Menschen sind, sicherer und wohler als in Gegenden, wo mehr Menschen sind. Wo man ja eigentlich sagen würde, ja, aber mehr Menschen heißt, du kannst irgendwo hingehen. Ja, die verstehe ich ja eh nicht. Also wenn ich Hilfe brauchen würde, ich weiß doch gar nicht, was ich brauche. Hilfe auf Französisch heißt. Okay, Thema für Duolingo. Strom, Kühlbox. Ich habe ja nichts. Also ich habe Internet. Ich habe 3 Powerbanks. Mit jeweils, ich glaube, 26.000 Powerbank-Einheiten. Mein Gott, keine Ahnung. Megahertz, Ampere. Es hat auch bisher ganz gut funktioniert. Ich hatte ja das Glück, Juri und Uli von Travel Caddy kennengelernt zu haben. Da war das so, dass die mir ja meine Sachen aufgeladen haben und mir auch diese Jackery ausgeliehen haben, die ultra nice ist. Ich spare innerlich schon, die mir im Herbst zu kaufen, muss ich sagen. Das wird wahrscheinlich eine Investition. Und vor allem ist es ja nicht fest verbaut im Auto. Das heißt, ich kann es ja auch wieder verkaufen, was auch immer. Ich nutze als zum Stellplatz finden richtig, also nichts Besonderes. Ich benutze Park4Night und ich benutze Stellplatzfinder. Ich verlinke es einfach auch unten in der Infobox, ich glaube, es ist am einfachsten. Und da mache ich es immer so, ich gucke halt, wo ich hin will ungefähr, dann klicke ich die ganzen Plätze durch, weil ich gucke ja immer nach Plätzen mit wenigstens einem Klo oder sowas. Und ja. Und dann, weil ich habe mir nicht die Premium-Version geholt, dann kopiere ich mir einfach die Adresse, packe es in Google Maps, speichere es mir ab, als da will ich hin oder Übernachtungsspot, mache eine Notiz dazu, so hier gibt es ein Klo und eine Dusche oder irgendwie sowas. Und dann fahre ich dahin. Und das Gute ist ja, ach, ich habe noch keine Roomtour gemacht, ne? Aber mein Auto ist ja, das ist ein weißes Kastenwägelchen. Jedes zweite Auto in Frankreich ist ein weißes Kastenwägelchen. Das sieht man nicht, dass da drin jemand pennt. Deswegen ist ja auch fast schon schwierig für mich, andere Vanlifer kennenzulernen, weil ich sehe halt aus wie ein, naja, wie ein Franzose, der in seinem Kastenwägelchen rumfährt. Nicht unbedingt, aber so ein bisschen. Ja, also das zum Thema Stellplatzwahl. Ich mache es auch meistens so, ich bin ja meistens nachmittags dann am Stellplatz, dann checke ich so ein bisschen die Lage, fühle ich mich gut, fühle ich mich nicht gut, wie sieht's aus. Bisher hatte ich, wie gesagt, ich bin da hingefahren, habe festgestellt, ja, ist nice, bin da geblieben. Einmal hatte ich den Fall, tatsächlich, das war so ein ganz kleiner Schotterparkplatz, komplett überfüllt, gar nicht cool. Ich mir dachte, nee, bleibe ich nicht, fahre ich weiter, bin ich weitergefahren. Easy peasy, lemon squeezy. Ach ja, und zu dem Thema auch. Also ich bin zum Beispiel jetzt hier gerade hier auf, ich bin so auf einem Parkplatz und weiter vorne hängen so Straßenschilder, wo steht Campingcars verboten, zwischen 23 und 7 Uhr, XX, hier, verpisst euch. Direkt vor dem Schild, ich schaue es euch, direkt vor dem Schild stehen 3 Wohnmobile aufgedockt, also richtig schön mit ihren Scheitels da unter den Reifen, damit auch ja die Wasserwaage nicht austickt. Es juckt hier einfach niemanden. Niemanden. Verrückt. Ja, ich hatte schon sehr, sehr nette Begegnungen mit Leuten, die sich auch wirklich Mühe geben, verständliches Französisch zu sprechen. Das rechne ich ihnen hoch an und ich bedanke mich auch immer und entschuldige mich dann 3000 Mal. Und ich finde es auch immer richtig krass, dass hier halt einfach ein Bett drin ist. So kommen die gar nicht drauf klar, voll oft. So, was? Du lebst in einem Auto? Oui. Also ich schätze jedenfalls, dass sie das sagen, ne? Vielleicht beleidigen sie mich auch, I don't know. Klos finden ist mittlerweile eigentlich auch eine Spezialität von mir. Also auf Friedhöfen gibt es Klos, wie wir jetzt wissen. In Einkaufszentren, in großen Einkaufszentren gibt es richtig krasse Toiletten. Und ansonsten auch in diesen Stellplatzsuch-Apps wird ja auch oft angezeigt, ob es dann Klos gibt. Am Strand gibt es oft Klos, da gibt es auch Duschen. Das ist eigentlich alles, was ich zu Klos zu sagen habe. Und zum Schluss noch ein paar Fun Facts. Erstens, Franzosen blinken in den Kreisverkehr rein und wieder raus. In Deutschland würde man so Trottel auslachen, aber in Frankreich ist es so gang und gäbe. Die sind auch meistens mindestens zweispurig. Du blinkst halt rein und wenn du raus willst, musst du
blinkst du entweder raus oder aber, wenn du nicht blinkst, gehen die auch davon aus, dass du raus willst. Muss man schon ein bisschen aufpassen. Also allgemein ist es auch so, ich finde, meine persönliche Meinung, Franzosen können kein Auto fahren, weil die fahren dir übelst dicht auf und du denkst so, die haben es super eilig und ey, wie oft ich schon gerade in so übelsten Kurvenstraßen oder so zur Seite gefahren bin, um halt jemanden vorbeizulassen. Dann stellte sich raus, nee Mann, der kann einfach nur kein Auto fahren. Dann ist der vor mir hergeschlichen, sodass ich ihn nachher wieder überholen musste. Also, ich weiß nicht, ob das jetzt Fun Facts sind, aber das ist auf jeden Fall das, was ich auf den Straßen Frankreichs gelernt habe. Und dann ist auch einfach so, einfach fahren. Also, ich glaube, nur in Deutschland habe ich manchmal das Gefühl, ist es so, dass alle voll aggressiv sind. In Frankreich ist halt einfach so, ja, du fährst halt einfach. Und der halt zu langsam ist, der muss dann halt bremsen. So. Wobei einer hat mich mal beschimpft. Aber ich verstehe ja kein Französisch. Ich habe einfach zurückbeleidigt auf Deutsch. Dachte ich mir so, ja, jetzt weiß man, wie sich's anfühlt, wenn man die Sprache nicht versteht, du. Ich bin jetzt 4 Wochen unterwegs. Und das ist mein... Scheiße, wo ist meine Müsli-Tasse? Naja, egal. Meine Müsli-Tasse ist so ein Blechding. Und mein Kinderlöffel, der hat nämlich die perfekte Größe zwischen Esslöffel und Teelöffel. Das ist alles, woraus ich in den letzten 4 Wochen gegessen habe. And I love it. Perfekt für alles. Und die Tasse ist perfekt für Müsli. Die hier irgendwo rumsteht. Wie gesagt, keine Ahnung, aber kann nicht so weit entfernt sein. Das ist ein weiterer Fun Fact. Ich weiß jetzt nicht, ob das so witzig ist, der Fun Fact. Aber falls euch irgendwas noch interessiert zu diesem ganzen im Auto leben und an Stränden duschen, dann bitte schreibt es in die Kommentare. Ich werde es beantworten, auf jeden Fall. Ich liebe es, wenn ihr mir Kommentare schreibt. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt ihm bitte einen Daumen nach oben. Das ist ein herrliches Feedback für mich. Dann weiß ich nämlich, die Leute haben es nicht nur geguckt, sondern ihnen hat es auch gefallen. Und das war's eigentlich. Auf die nächsten 4 Wochen. Tschüss.